In the deepest eons of history, before mankind had even emerged from primordial ooze, the Necrontyr dominated the galaxy. But unity receded, even as the bounds of their domain expanded. Fearing the collapse of their civilization, the leaders of the Necrontyr assailed the Old Ones, seeking to wrest from them the secret of eternal life. The galaxy blazed with the fires of war. Too late, the Necrontyr realized the impossibility of victory. Thus they embraced damnation. The Star Gods, the Catan, walked amongst them, offering prized immortality and long-sought victory. So ended the Necrontyr of old. Betrayed by the ambition of Zarek, the Silent King, they were dragged in chains to the fires of biotransference, transmuted from fragile and radiation-cursed bodies to forms more suited for the ravages of war. Stripped of flesh, of mortality, even of their souls, the Necrontyr passed from history. Only the Necrons remained. Now enslaved to the will of the Catan, the Necrons at last altered the course of the war. Cosmic battle lines buckled and at last broke beneath a tide of immortal fury. As the last of the Old Ones fell, Zarek led what remained of his people in revolt against their Catan masters. The Star Gods were overthrown, shattered into shards, and forced to serve those they had once ruled. But centuries of war had taken their toll on both the Necrons and the galaxy. To preserve what remained of their empire, the Necrons retreated to colossal stasis tombs, to sleep away millennia while their domain healed and their rivals passed into dust. Freed from the shackles of time, the passing millennia meant nothing to them. 60 million years have passed, and the ancient tombs are once more stirring to life. The Necrons, forgotten by all but the Eldari, are returning to claim what was theirs. They will abide no trespassers. With the awakening of their Pharion, Khefrek the Unbroken, the Neferu dynasty arises once more. Undying legions stir in the forgotten dirt of 100 worlds. The reconquest of the galaxy has begun. Amarkon, let the legions guide. Amarkon, unleash the power of the Neferu. Our worlds are infested. Scour them clean. This is my hour. Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wie schön Battlefield Gothic Armada 2. Jetzt mit den Necrons. Und so über die Vorgeschichte von den Necrons wusste ich ja so gar nichts. Ich wusste zwar, dass sie ihre Gruftstädte haben, dass sie lange im Verborgenen blieben. Aber dass da so ein Verrat stattfand und sie sich eigentlich auch vom Aussehen her geändert haben, finde ich cool. Würde ich gerne mehr zulesen. The time has come for the might of the Neferu to be felt once again, my soul. Our ancient domain is infested with primitives. You are to scour them from my sight. As you command, so shall it be, great one. The Adeptus Mechanicus fleet is drawing close to the Northern Pole. They are close to discovering our tombs. Are we detected? No. Their sensors are focused on the surface. Excellent. Engage silent running. Let them remain blind until it is too late. Ja, Sichel des Grauens. Mal Pause machen. Also farblich gefallen sie mir schon mal gut. Schwarz-Grün ist schon eine schöne Farbe. Kombination so ein bisschen. Erinnert mich so von Star Trek her an Borg, aber ich kannte es halt früher schon von den Necrons. Upsala, wo ist das Schiff?
versuche gerade mir die Schiffe ein bisschen anzugucken, aber es sind beides hier. Aber es sind kleinere. Ich sag jetzt mal Todessichel, wie heißen sie? Unbroken Icon, what? Achso, was sind die Namen? Regatta, Jackal. Leichter Kreuzer. Der leichte Kreuzer sieht aber auch echt. Wie soll ich das beschreiben? So eine Pyramide ohne Spitze, dazu mit irgend so einem Energiekern noch oben drauf. Aber so eine Todessichel hier vorne dran und noch an den Seiten. Ich weiß nicht. Der Designer fühlt, glaube ich, nichts Besseres ein. Gut. Aber wir spielen sie jetzt. Was können wir machen? Schleichfahrt. Aktivieren. Schleichfahrt. Play. Vessel has engaged stealth profile. We may proceed at your order. Zerstören Sie jedes Schiff der Adeptus Mechanicus Streitkräfte oder verjagen Sie. Nein, wir wollen zerstören. Necrons Manöver. Trägheitsantrieb. Alle Necrons Schiffe verfügen über Fähigkeiten Trägheitsantrieb, mit der sie schnell angreifen und sehr schnell die Situation befreien können. Wow. Mein Nachbar ist wach. Cool. Guten Morgen. Heute schon gebohrt? Nein, wir bohren einfach mal morgens. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Massenrückruf. Erlaubt ihren Anführer sofort alle Schiffe seiner Flotte zum Flaggschiff zu teleportieren. Ah, das ist cool. Eine Kombination aus Trägheitsantrieb und Massenrückruf machen Necron-Flotten zu einer geringen, trotz der geringen Geschwindigkeit der Schiffe, sehr mobil. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wo ist dieses, warte mal. Dass wir jetzt mal kurz wissen, welcher Button das ist. Bildschlag. Garabeus, Schwarm, das sind diese kleinen gewesen. Rückzugbefehl. Zurück. Er nimmt alle Befehle. Ne, wo ist denn das? Das Schiff setzt einen Doom- und Jägerschwadron ein. Gut. On the march. Ich hoffe, ihr hört's nicht und ich hoffe, der hat mal gleich fertig gebohrt. Das nervt. Massenrückruf. Ah, hier war's. Haben wir irgendwas? An Asteroid of considerable mass is on a collision vector. If it strikes one of our vessels, the damage will be considerable. Understood. Das ist der Unterschied. Warte mal. Riesige Asteroiden. Dieses Gebiet ist für die riesigen Asteroiden bekannt, die es durchkreuzen. Glücklicherweise kann ihre Laufbahn vorhergesagt werden. Da ein Zusammenprall zur sofortigen Zerstörung des Schiffs führen würde, völlig unabhängig von diesen Robustheit. Aha, das ist jetzt aber nur für die Necrons oder was? Weil mit den anderen habe ich noch nie das Problem gehabt. Ach so. Ah, okay. Das ist was Besonderes. Uiuiui, sieht das cool aus. Das hätten sie mal vorher machen können. Also, das hätten sie. Das sah ganz cool aus. So, mal zur Bewaffnung. Haben wir irgendwie Torpedos? Also irgendwas mit Truppen? Angriff. Transferiert ein Truppenbefreundete auf das Ziel anderes Schiff. Also damit machen wir jetzt nicht so hammermäßig Schaden. Keine Torpedos, nichts. Ich weiß nicht, wie die Frontseitenbewaffnung ist bei den Schiffen. Kann ich nichts zu sagen. Und wenn sie in Reichweite sind, würde ich sagen. Eigentlich sind sie in Reichweite. We are under attack.
Postulate Theory, Necron Ambush. Und dann will ich mal gleich so diesen Doomjäger sehen. Confirmed. Reinforcements dispatched. Arrival imminent. So. Ah, da kommt die Flak. Ah, hier ist dieser Warpsprung. Das sieht nicht gut aus. Oh, scheiße. Achso, ein Stasisfeld. Okay. Damit kann ich leben. So. Oh. Nicht dahin fliegen. Da kommt gleich was runter. Cool. Was macht dieses... Ich habe nicht geguckt, was dieser... Feindliche Schiffe im Radius von 4... Oh. Inevitable. Seitlich Feuer. Jetzt komme ich gerade nicht dazu, hier mal die Befehle zu lesen. Nee, flieg mal dahin. Bisschen schneller. Jetzt seitlich beschießen. So, ich wollte gerade einen Befehl durchlesen. Was war denn das? Scarabeus-Schwarm. Feindliche Schiffe im Radius von 4500 Einheiten rund um das Schiff. Erleiden 10 Schaden pro Sekunde und die Panzerung wird ignoriert. Verbindliche Nekroschiffe im Radius 2 Rumpfpunkte. Okay. Der Effekt hält 45 Sekunden und du machst mal Stopp. So, Pause. Mit dem Skarabäus-Schwärm können sie ihre Schiffe reparieren. Feinden in der Nähe, ja, das haben wir gerade gelernt. Finde ich ganz gut. Das gefällt mir richtig geil. Erinnere mich so an die Nanospinnen bei Stargate oder wo das war. Na komm. Meuterei! Flieht, ihr Narren! So, neuer Feind entdeckt. Die sind auch entdeckt worden. Die 9. Wir brauchen irgendwie Powerangriff oder so. Zerstreuter Lichtbogen, solange. Mach ich einfach mal. Guck mal. Achso. Boah, das sah doch ganz geil aus. So, fliegen wir in den Nebel mal. Entkommen! Ich will diesen Massenrückruf testen. Und der gefällt mir. Die kommen noch hinterher, ne? Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt hier getarnt werden. Aber nachdem sie uns einmal erkannt haben, oder die haben noch so einen Effekt, wahrscheinlich durch diese eine Waffe. Riesige Asteroiden starten in 30 Sekunden. Okay. Wollen wir uns den Einzelnen? Na, sind sie getarnt? Ah, ganz schlecht Torpedos.
Skarabeus-Schwarm, Attacke! Nicht gegen Fliegen! Also der Schwarm ist geil. Repariert uns und tötet den Feind, was willst du mehr? Missionsziel erfüllt. Cool. Ah, sehen so ein bisschen aus wie Flügel, die Seitenteile, ne? Ich glaube, ich gewöhne mich an ihm. Ah, da links auf dem Bild ist er auch. Rechts das Ding ist ja viel größer. Aber da ist die Pyramide auch fertig. Oder sieht er mehr so eine Spitze. Auch so wie sie schießen mit diesen Blitzen zum Abwehren. The servants of the false machine. Great one. Excellent. You were ever the swiftest arrow in my quiver. You will have ample chance to prove it. The formless horror quickens, stirring its mortal servants to conquest. And the servants of the false machine will surely return once their comrade's fate is known. All shall fall before your splendor, as is only proper, so that you may prepare for the coming challenges. I will order new vassals awakened to serve beneath your yoke. You honor me, Great One. As I anticipated. The servants of the formless horror trespass my domain. They shall be punished, Great One. Indeed they shall. Go. Scatter them across the Sea of Stars. Show them that the Neferu command greater power than they can imagine. As you command, Great One. Erwachen. Zusammenfassung. Haben wir ja gerade gehört. Ziele. Ein Spieler muss das folgende System. Was? Z-Wan-System. Hydra Cordatus-System. Und alles im World-Sektor. Das Void-Worlds-System auch. Also diese Asteroiden-Geschichte finde ich ja, das war eine richtig geile Mission. Weil dieser Effekt, dass sie da so vorbeihuschen, nimmt das ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir quasi auf einer Ebene sind. Im Weltall bist du ja nicht auf einer Ebene, sage ich mal. Das finde ich ganz cool. Das, warum habe ich das nicht bei den Tyranniden mal gehabt? Oder bei dem Imperium? Also ich habe es bisher noch gar nicht gehabt. Das Event hat man wahrscheinlich extra mit dieser Rasse hier. So, alle Dolmentore sind miteinander verbunden und dienen den Necrons als Passage zwischen den Systemen. Die sie nur ein Bewegungspunkt kostet. Wo ist denn so eine Passage, bitte? Erstmal rausscrollen kann ich nicht. Okay, das bin ich schon gewohnt. Zu gucken, ob wir mehrere Systeme haben. Hier können wir schon mal Schiffe bauen. Das ist super. Fängt ja schon mal besser an als mit den Tyranniden. So. Und ich würde gleich sagen, das Z-Wan-System holen wir uns auch gleich. Da kommt keiner hin und da ist auch nur leichte Bewachung. Das schnappen wir uns. Rein theoretisch sind wir ja in Überzahl. Einen würde ich hier hinsetzen. So, das System gehört schon uns. Bin ich mir nicht sicher. Hier ist auch so ein grünes Hintergrundlicht. Ah, hier ist auch so ein Tor. Achso, darum kostet uns das nur eine Bewegung. Das war damit wahrscheinlich gemeint. Ah, gehört das System jetzt uns oder nicht? Ich reiß ihn. Ah, gut, nicht uns. Dann haben wir das schon mal übernommen. So, und da wir hier noch in Überzahl sind, greifen wir mal gleich an.
kämpfen mal gegen das Chaos. 17. Black Legion. Attacke. Years have passed since the galaxy burned in the fires of the Horus heresy. 10 millennia since the greatest of the Emperor's Primarchs fell into the grasp of eternal damnation and tore the galaxy asunder. Ich liebe das Bild. Horus Luperkel may be dead, his body ashes and his memory the stuff of a cursed legend, but the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against Chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own, and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve. Ja, das Chaos kennt man ja. Auf jedem Schiff. Ah, schon weg. Drücken Sie die Alt-Taste, um sich größere Effekte von Gas-Asteroiden anzusehen. Hätte ich mal mit den Asteroiden machen müssen, die von oben runtergekommen sind, so. Schöner Hintergrund. Man könnte ja fast meinen, dass man diese beiden alleine losschickt und wenn er Hilfe braucht, quasi die zurückschickt. Aber die KI wird wahrscheinlich auch die Truppen zusammenpacken. Brauchen wir nicht, könnte aber später mal vielleicht interessant sein. So. Ich würde jetzt gerne hier in diesem... Aber wir sind ja eh gleich getarnt eigentlich. Schön meine Nebel fliegen. Moving. Ja. As you command. Wo ist der Feind? Wir haben keine Information, ne? Also mit den anderen Fraktionen hatten wir immer irgendwie eine Info. Wo der Feind steckt. Wir wurden erfasst und gleich wieder getarnt. Oder kriegen wir keine Informationen, weil wir selber gerade in diesem Tarnfeld sind, dass uns auch unsere Systeme gestört sind? Ich würde sagen, die KI kommt einfach straight auf uns zu. Yes, my leash. Jawohl, da kommt sie aus. Erfasst. Wir wurden erkannt. Dann können wir auch Scanner einschalten. Feuer, Waffen frontal. Ah, wurden gerade hier bekämpft. Ein Mann Truppen haben wir verloren.
on the march. What is your command? Seitliche Waffen aktivieren. Hintermanöverchen. Das mit dem Button ist neu hier. Haben sie es abgedatet? Habe ich das nicht mitgekriegt oder habe ich nie drauf geguckt? Dass man wirklich sieht, dass da ein Entermanöver stattfindet. Mann, ich finde es nicht schlecht. So, bitte erst die Antriebe. Die dürft Auto schießen, habe ich vergessen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wo sind eure Stärken? Sind es eher die Frontwaffen? Sind es die Sekundärwaffen? Oh, Antrieb ist außer Gefecht. Das hat er gut gemacht. Als nächstes hätte ich gerne gezielter Beschuss auf Generatoren. Bewaffnung. So, meine Schiffe brauchen Reparatur. Sobald sie in der Nähe sind, kommt der Schwarm. Ich glaube, das wird ein leichter Sieg. Der hat einfach keine Chance gegen uns. Genau, schön die Waffen kaputt machen. Den quälen wir richtig, den Jungen. Können die sonst sich selber reparieren? Ihmchen zum Beispiel. Kann sich nicht selbst reparieren. Reaktiver Rumpf. Solange die Stellung aktiv ist, werden die Effekte der Rumpf-Kautersierung um 2 erhöht. Aha. Das Schiff repariert einen Rumpfpunkt pro Sekunde. Dafür maximaler Rumpfpunkt plus 1 stand da, glaube ich. Also gibt's, können sie zumindest keine Schilde regenerieren, sondern eher die Rumpfpunkte. Auch gut zu wissen. Das Ding in der Mitte ist bestimmt auch voll in der Grenze, oder? Es gab nicht viel Ruhm. Überhaupt nicht. Na, ein Teil unserer Mission haben wir schon mal beendet. So, ich glaube, den nächsten Angriff machen wir dann halt mit vereinten Kräften. Ja, wir haben Zug beenden. Tja, ich glaube, oder wir lassen den nochmal eine Runde reparieren hier, ne? Ausbauen können wir nichts irgendwie. Wir haben einfach zu wenig Geld und machen miese pro Runde. Sag mal, Zug beenden. Na, die verstärken sich, sollen sie ruhig. Sie haben keine Chance. Ihr Ende ist unausweichlich.
So. Da mein Nachbar mich gerade echt negativ abfuckt, werde ich erstmal diese Runde beenden. Nächstes Mal greifen wir hier das an, wenn mein Nachbar mal fertig gebohrt hat, die Pfeife. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!